Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Super Mario World. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Im letzten Part haben wir ja hier oben auf der Cheese Bridge Ewigkeiten dieses Secret Exit hier gesucht. Und jetzt kommt eine Welt, die auch nicht viel besser ist, muss ich sagen. Aber naja, mal sehen. Vielleicht kommen wir hier ja ein bisschen besser durch. Wir werden hier auf jeden Fall von Fischen verfolgt und von diesen komischen Kanonen. Von diesen Unterwassertorpedos hier. So. Ja, das ist echt eine richtig fiese Welt hier. So. Mal gucken hier. Wie kommen wir hier durch? Sehr gut. So, soll man natürlich noch irgendwie nach unten kommen und die Dinger. Oh, die. Eieieiei. Okay. Ich duck mich hier. Vielleicht trifft mich hier keiner. Da könnte aber sogar das Ziel sein, wenn ich Glück habe. Hier könnte sogar das. Oh, schnell da durch. Hoffentlich bin ich am Ziel. Bin am Ziel. Und dann können wir uns jetzt noch ein paar Leben holen, weil wir können das Bonusspiel machen. Ich habe so meine ganzen Items verloren, aber wie gesagt, ich mag Unterwasserlevel absolut nicht. Und das wird nicht das einzige gewesen sein. Und als kleiner Mario hier. Ah, wird's auch nicht gerade so gut, obwohl ich hier gar nicht so schlecht war jetzt. Na, immerhin 1, 2, 3 Leben. Sehr gut. Oh, 4 sogar. Wahnsinn. Die nehme ich gerne mit. Das macht meinem Herzen auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Luft. Und wir müssen mal schauen. Gab es da. Ach nein, wir sind ja schon bei der Starwood. Jawohl, das heißt, hier geht's auch nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Und ich glaube, hier gab es auch halt kein Secret. Level, nee, das ist ein gelbes Level. Gut, das haben wir. Dann können wir ja jetzt zum. Moment. Bevor wir hier zum Schloss gehen, werde ich mir mal ganz schnell noch einen Pilz holen. Das geht nämlich ganz einfach. Wenn wir einmal ein Level gespielt haben, können wir das mit Drücken auf Pause und auf Start dieses Level verlassen und nehmen natürlich alle Items und so mit. Und jetzt geht's ab in Ludwigs Schloss. Und das wollen wir ja heute hoffentlich noch zusammen meistern und Ludwig bezwingen. Okay. Oh mein Gott, das ist natürlich auch relativ schwierig hier, ne? Guck mal, hier kann ich mich, glaube ich. Okay, schnell hier durch. Hier gab es nochmal einen Pilz. Sehr schön, das freut mich. Aber ich glaube, hier gab es auch kein. Moment. Hier muss ich, glaube ich, dran springen. Oh mein Gott, dann hier muss man nämlich ganz weit und ganz lange rennen, dass man hier durchkommt. Und wenn man den Schalter nämlich nicht betätigt, dann stirbt man nämlich. Okay, wir sind zwar jetzt hier, aber das Problem ist. Ah, hier gibt es nochmal einen Pilz, ne? Ich hätte wahrscheinlich auch vielleicht eine Feuerblume bekommen. So, bei den Koopa müssen wir ein bisschen aufpassen hier. So, ich kann dich nämlich boxen. Ja, geh mal dahinter. Sehr gut, du kommst jetzt nach vorne gekrabbelt. Oh Gott, okay, du gehst nach hinten. Sehr schön, dann kommst du jetzt hier weg. Geh mal weg. Ne, du kommst nach vorne. Ich weiß nicht, ob da rechts noch irgendwas ist.
Okay, wir sind, glaube ich, durch. Aber hier wird es kein weiteres Item geben. Mit wem müssen wir uns jetzt anlegen? Ach, mit dir. Okay. Ah, ich hätte auf dich drauf springen müssen, oder? Okay, okay, okay. Okay, jetzt habe ich dich getroffen. Sehr gut. Einmal habe ich dich. Mein guter Ludwig. Das zweite Mal habe ich dich auch erwischt. Was machst du denn jetzt hier? Du spuckst Feuer, das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Und dann machst du deine komische Sprungattacke, ne? So. Und damit habe ich dich aber auch. Wunderbar. Der vierte Cooper ist besiegt. Oder ist es der vierte? Ich glaube, ne? Auf jeden Fall haben wir das Schloss geschafft. Und das ist die Hauptsache. Und wir haben den nächsten Yoshi-Freund gerettet. Und zwar dieses Ei. Juhu, Dankeschön. Bumm. Und das ganze Schloss hebt ab. Und fliegt dort hinten auf die Insel. Oh, die arme Insel. Ludwigs Tage als Cooper sind gezählt im Castle Nummer 4. Der Forest, also der Wald der Illusionen, liegt vor uns. Tja, wird Mario seinen Kopf anstrengen können, um dieses Puzzle zu lösen? Das werden wir zusammen herausfinden. Sehr schön. Also, wir kommen in die nächste Welt und zwar in den Wald der Illusionen. Und hier gibt es auch, glaube ich, in jedem Level ein Secret Exit. Und hier gibt es Wiggler. So, da haben wir sogar eine Feuerblume drin. Sehr schön. Die nehmen wir mit. Wunderbar. Warte mal, hier gab es, glaube ich, ein Yoshi drinne. Kann er die auf... Oh, der kann sogar... Er kann sogar die Wickler aufmumpeln. Das ist... Das ist natürlich... Sehr gut. Das Leben nehmen wir mit. Die Wickler fressen wir auch alle auf. Dann haben wir nämlich das Level schon... Gemeist... Oh ja, yeah, sehr gut. Können wir uns hier vielleicht, wenn wir Glück haben, sogar ein paar Leben holen. Das... Sehr schön. Und hier unten ist auch der Secret Exit. Den werden wir uns aber dann anschauen, wenn wir das Level erstmal komplett gemeistert haben. Aber wir sind, glaube ich, am Ende schon hier. Und hier haben wir auch so einen komischen hammerwerfenden Freund gesehen. Ach, und dafür aber keine Bonussterne erhalten. Aber das ist nicht so schlimm. Wir werden dieses Level jetzt auch schaffen. Wir könnten natürlich die Level auch erstmal komplett machen, aber... Nein, wir brauchen hier auch noch in diesem Level das Secret Exit. Hier gibt es nämlich, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, wie gesagt, in jedem... Level ein... Secret Exit. So, wir nehmen natürlich die Blume mit. So, wir müssen ja nur noch... Wir müssen ja nur dahin kommen. So, wo ich euch schon gesagt habe, dass dort der Secret Exit versteckt ist. Aber ich glaube, das hat man auch gesehen. So, Speicherpunkt. Oh, nochmal ein Stern. Da kann ich mir nochmal ein paar Leben holen hier. Und hier unten seht ihr ja schon den Schlüssel. Den wir brauchen. Aber leider müssen wir hier von Yoshi abspringen. Denn hier gibt es so einen komischen Pi-Ballon, den wir brauchen, um zum Secret Exit zu kommen. Dazu müssen wir nämlich einmal hier durch. Den Schlüssel in das Schlüsselloch stecken, nachdem Mario sich wieder entleert hat. So, Schlüssel rein und Secret Exit gefunden. Da kommen wir dann nämlich nach links zu einem Geisterschloss. Und ich glaube, auch das Geisterschloss hat nur einen Secret Exit. Da bin ich mir aber nicht so sicher.
Wir machen erstmal hier weiter im Wald der... Ach nee, das ist ein... Das ist auch wieder so ein verdammter... So ein verdammter Unterwasserlevel. Ich bleib erstmal bei meiner Feder, obwohl theoretisch gesehen hier... Feuerblume auch theoretisch gesehen. Vielleicht sogar besser wäre. Mal schauen. Okay, hier hätten wir, glaube ich, Yoshi sowieso nicht mitnehmen können. Hier gibt es erstmal einen Pilz. Sehr schön. Mal gucken hier, wo müssen wir denn hier lang eigentlich? Da gibt es eine Yoshi-Coin. Das ist nämlich auch so ein bisschen verwirrend hier. Ich glaube, ich kann hier unten lang. Da sind nämlich auch so eine Fische hier, die anfangen auf einmal mit... Ah ne, hier gab es echt nur eine Yoshi-Coin. Hier gab es noch ein Leben, das jetzt nicht nach unten kommt, ne? Ich hab's total versaut, ja. Okay, gut. Also das war definitiv der falsche Weg. Das ist nämlich hier lang. So, dann müssen wir... Oh Gott, glaube ich hier runter, oder? Also ich weiß, glaube ich... wo der Secret Exit ist. So, warte mal, wir können natürlich auch, wenn wir hier so, so Sachen in der Hand haben, können wir auch ein bisschen... Nein, das verschwindet ja. Naja, gut. Okay, vielleicht doch Secret Exit erst nehmen. Der ist nämlich... Der ist nämlich hier hinten drinne bei diesen... Schlaffischi. Gut, also doch Secret Exit erst. Schnell hier rein. Wir haben nämlich zu lange rumgemerkt jetzt. Und da kommen wir nämlich zum Schalterpalast. Glaube ich, zum letzten. Zu dem blauen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie machen wir es denn jetzt erst. Also wir müssen, glaube ich, erst den betätigen. Und dann... Oh, jetzt komme ich da nicht mehr hoch, ne? Ah, nee, jetzt komme ich. Ich hätte die erstmal einsammeln müssen, die Münzen da unten. Mist. Doch, hat mal geklappt. Oh ja, ich habe noch mein Leben bekommen. Sehr schön. Gut. War es vielleicht doch nicht ganz so verkehrt. Aber jetzt werden wir den Schalterpalast noch aktivieren. Und damit sollten wir alle Schalterpaläste im Spiel haben. So. Switch Palace, the power of the switch you have pushed will turn das into das. Der Prozess wird gespeichert. Sehr gut. Also, den haben wir auch. Jetzt müssen wir aber natürlich noch den richtigen Ausgang in diesem Level hier finden. So, das sollten wir aber theoretisch gesehen hinkriegen. Wir wissen ja jetzt, wo wir lang müssen. Das ist natürlich doof, dass ich hier diese Stacheldinger nicht mit meiner Feder erwischen kann. Dann will ich nochmal warten hier, bis die Fischis weg sind. Den machen wir platt. Genau, das müssen wir nämlich hier hinter. Da. Ah, da runter. Und dann nach rechts hier, ne? Ganz schnell hier hoch und eine Feuerblume. Wunderbar. So, und dann haben wir ja gesagt, wir müssen hier lang. Genau. So.
So, den Fisch haben wir weg. Müssen wir dort unten lang? Ich glaube, ne? Wir müssten ja... Oh, wir haben sogar alle beide Klee weggemacht. Sehr schön. So, und jetzt müssen wir nämlich ganz schnell hier durch, weil jetzt kommen überall diese komischen Fischis hier an. Und einmal ganz schnell ins... Boah. Ich habe zwar meinen Pilz verloren jetzt, aber wir haben dasselbe geschafft und das ist eigentlich das, worauf ich dann doch ganz stolz bin. So, Secret Exit gefunden, normalen Weg gefunden. Und dann würde ich sagen, komm, wir machen noch ein Level. Was erwartet uns hier? Galumbas erwarten uns hier. Und Bomben und Gegner in Blasen und die zerplatzen, wenn wir die Blasen berühren. Und das ist natürlich auch nicht so toll. So, warte mal. Oh, hier gibt es sogar einen Yoshi. Ich glaube, Yoshi kann die fressen. Wir haben sogar... Oh, Bonusspiel. Sehr gut. Ein Leben haben wir schon. Das war nix. Das war auch nix. Auch nix. Naja gut, immerhin ein Leben. So, auf jeden Fall jetzt erstmal groß geworden. So, dann brauchen wir auf jeden Fall... So, warte mal, du verschwindest hier ja, ne? Aber ihr fallt ja dort unten hin. Hier gibt es irgendwo halt auch ein... Oh Gott, jetzt musste ich Yoshi opfern. Hatte ich keine Chance mehr. Hier gibt es ja halt irgendwo auch... Irgendwo gibt es hier halt ein Secret Exit. Hier gibt es aber auch nichts weiter drin. Warte mal, ich glaube, wenn man hier reingeht, sollte das Secret Exit kommen. Glaube ich zumindest. Ich habe da sowas im Gedächtnis, dass das da ist, in der letzten großen Röhre vor dem Ziel. Aber wir haben jetzt erstmal den normalen Eingang geschafft. Und da seht ihr ja schon, da kommen wir im Prinzip zurück zum Geisterschloss und würden im Prinzip nur im Kreis laufen. Also, einmal noch hier rein in den Secret Exit holen und dann geht es im nächsten Part weiter. Ich bin ja zumindest erstmal... groß jetzt. Sagte er... Ach nee, hier gibt es ja einen Yoshi drin. Ach, und da haben mich diese Bombensplitter noch erwischt. Na gut. Aber wir haben ja einiges an Leben, von daher bin ich jetzt nicht so böse darüber. Bisschen ärgerlich ist es. So, am besten gleich dort rüber, damit du mir nichts tust. So, die Bombe ist in die Luft geflogen. Den Pilz hier oben brauche ich. Ah, ich wollte die Yoshi-Coin dort oben. Ja, nicht die Yoshi-Coin, die Bären. So, dich nehme ich mal mit. So, dich nehme ich mit.
Ist mein Yoshi natürlich auch schon wieder weg. Großartig. Nicht so gut. So, war das jetzt hier schon drin? Ne, hier war es noch nicht drin. Weg mit dir. So, ich glaube, wenn wir hier in die Röhre reingehen, sollten wir zum Secret Exit kommen. Ach, hier muss man aber groß sein. Hier muss man groß sein, ich habe keinen Pilz. Mist. Ja, dann können wir halt nur... da rausgehen. Wir bekommen noch irgendwo einen Pilz, aber ich glaube es nicht, dass hier nochmal ein Pilz kommt. Schade. Na gut, dann wissen wir ja Bescheid. Wir müssen groß sein. Alles klar. Dann, ja, müssen wir hier nochmal rein. Und am besten groß. Ich habe jetzt aber auch keine Möglichkeit, mir hier irgendwo noch einen Pilz zu holen. Das heißt, ich darf mich auf jeden Fall nicht treffen lassen. Das wird schwierig. Ich weiß gar nicht, die Bombe, die explodiert, glaube ich, irgendwann. Ja. So. Hier rüber, hier durch. Ich will ja meinen Yoshi behalten am besten. So, die schnapp ich mir. Die schnapp ich mir auch. Wunderbar. Aha, naja, gut. Ich habe immer noch einen Pilz in Reserve. Von daher ist es nicht ganz so schlimm. Die Yoshi-Coin nehme ich mir mit. Yoshi-Coin nehme ich mir mit. So, der ist auf jeden Fall erstmal weg. Du bist weg. Dann komme ich da nochmal da hoch eigentlich. Mir fehlt halt die Yoshi-Coin. So, wenn wir nämlich die Sprungattacke haben, kommen wir nämlich hier rein. Und als kleiner Mario haben wir die Sprungattacke zwar auch, aber das nützt uns nichts. So, jetzt würden wir nämlich den Wald der Illusionen verlassen und könnten schon zu Roy's Castle. Aber ihr seht ja, da oben gibt es noch ein anderes Castle. Das heißt, es muss hier irgendwo noch weitergehen. Und das müsste hier in diesem Geisterhaus sein, was wir zusammen in der nächsten Folge spielen werden. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis dahin, macht's gut. Euer Basti. Tschüssi.